Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Oni, und ich begrüße euch, begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal geht's um mein Geburtstagsgeschenk. Ich habe mir selber was zum Geburtstag gekauft, also ich spare jetzt seit, also wir haben jetzt April, ich habe am 5. April Geburtstag, ich spare jetzt seit, so Mitte, Ende November, also vorigen Jahres, 2023, spare ich auf diese Karte, weil ich mir die unbedingt holen wollte und die nicht gerade billig ist. 269,99 €. Ich glaube, meine, die ich davor habe, wo ich sie gekauft habe, so ja 299 oder 98, 89, bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe jetzt, habe eine Tüte aufgemacht, damit es nicht so laut wird. Und zwar habe ich mir die Avamedia Live Gamer 4K 2.1 geholt. Und um genau zu sein, ist es die Avamedia Live Gamer 4K 2.1 GC 573. 5. Ich habe jetzt die 573, glaube ich. Avamedia Live Gamer GC 573. Ich habe das hier im Web gefunden. Ja, Ich wollte mir damals noch die Duo eigentlich holen als nächste Karte. Da hätte ich die Kamera dann mit benutzen können. Die hat aber einen Schwachpunkt. Die kann zwar 4K, so wie meine auch, aber gibt nur 4K 30 FPS auf. Nee, kann nur mit 1080p aufnehmen. Also kann nur 1080p dann einstellen und nicht mehr 4K. Ich habe gehofft, dass da vielleicht nochmal ein Update kommt und dass dann halt die neue Duo dann 4K rausgibt und auch Path-Through-mäßig 4K, 120 und alle drum und dran. Und zusätzlich noch ein Port für die Kamera, was auf 4K 30 FPS begrenzt ist. Mehr unterstützen die meisten Kameras ja auch nicht. Kam aber nicht. Aber es kam halt diese hier. Und die wollte ich unbedingt haben. Weil die hat zwar auch Capturen, also Aufnehmen, 4K mit 60 FPS, was meine ja jetzt auch schon kann. Aber ohne VRR, die unterstützt hier VRR. Ich habe auch gelesen, dass die wohl Alm unterstützen soll, weiß ich aber nicht genau. Ich habe dann noch nur in ein, zwei Foren was gelesen. Müssen wir mal gucken, das werden wir uns nachher dann noch genau angucken. Aber die hat halt den Vorteil, die hat als HDMI 2.1 und nicht mehr wie die GC 573 2.0, also HDMI 2.0. Das heißt, Path-Through ist hier 4K mit 144 FPS möglich. VRR und wie gesagt, Alm habe ich gehört, weiß ich nicht hundertprozentig, werden wir überprüfen. Und HDR natürlich, ist ja logisch. Also das heißt, ich kann auf meinem Bildschirm eigentlich alles wiedergeben. Nicht nur auf 60 FPS begrenzt, sondern ich kann auch über 60 FPS, VRR und Alm, wenn es der Monitor unterstützt. Ja, logischerweise. Und die sieht auch ein bisschen sexier aus als die alte. Die ist so ein bisschen dicker. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, die passt überhaupt bei mir drin. Weil es nicht mehr so viel Platz da unten in dem Board. Und unter der Grafikkarte kann ich es nicht machen. Nee, unter der Grafikkarte kann ich es nicht machen, weil dann sind die Lüfter nicht mehr richtig. Dann wird die nicht mehr richtig versorgt. Aber wir können sie denn zur Not, könnten wir sie so hochkant machen, dann muss ich mir halt nur so ein Adapterstück holen und mache das dann unten in den Grafikkartenslot rein und legt das dann halt so und mach die Capture-Karte so rein. Ja, dann ist er halt nicht so drin, sondern hochkant. Ja, dann sieht man halt die Grafikkarte und so nicht mehr, aber ja, würde dann denke ich trotzdem gut aussehen, weil die ist jetzt hier von unten ja auch schick. Ja. So, aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt mal in die Unboxing an sich gehen und uns diese Capture-Karte ganz genau angucken und mal auspacken. So, da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Achso, müssen wir beides lose machen. So. Und hier kann ich euch das nämlich nochmal ganz genau zeigen. Wir haben hier die Live Gamer 4K 2.1 und hier oben steht das dann GC 575 und ich habe jetzt die 573 und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Ich habe mir Avamedia geholt damals, weil Avamedia mehr konnte als Elgato. Die konnten halt Pass-Through 4K 60. Und Elgato hat da halt zwar 4K aufnehmen, aber nee, was waren da begrenzt? Ausgabe war im Pass-Through auf 1080p oder auf 4K mit 30 irgendwie reduziert. Und aufnehmen konnte sie, ach nee, aufnehmen konnte sie auch nicht 4K. Da konnte sie, glaube ich, oh, nee, rausgehen konnte sie alles, konnte aber nur 1080p aufnehmen oder 4K mit 30 FPS. Ich weiß es nicht mehr, ist so lange her. Nee, was irgendwas war, das, was die Avamedia nicht hatte. Und jetzt haben wir halt auch VRR. Hier hinten sehen wir dann noch mal ein paar Anleitungen oder Informationen, besser gesagt. Entfesseln Sie die Macht. Das klingt schon mal gut. Kontrolle und schaffen Sie das ultimative Erlebnis. Da bin ich mal gespannt. Hier haben wir dann auch noch mal beschrieben. PCI Gen 3, 4 Ports. Habe ich, das ist ja, glaube ich, Gen 4 bei mir unten. Input und Output. HDMI 2.1. Maximal Pass-Through ist 4K, also 2160p mit 144 FPS. HDR, wir können auf 1440p mit 144 und HDR machen und 1080p mit 240 FPS und HDR natürlich. Maximal Rekord. Rekord ist hier noch begrenzt, wie gesagt, auf 4K mit 60. Ich hoffe, da kommt noch ein Update, dass da vielleicht auch 120 möglich ist. Und Support 4K, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i. Rekordformate sind Y2, NV12, das ist NVENC hieß das früher, das ist von Nvidia der Codec, RGB24 und P010. Dieser P10, ja, den kennen viele, die auch OBS rummachen. Das ist der Codec, der dann immer an ist, wenn HDR im Spiel ist. Und dann stehen noch die Maße drauf. Windows 10 64, Windows 11 64, Desktop, Intel, i5, 6000 KKK, nee, XXX ist das, da. Nvidia GeForce, GTX 1060, also ich habe eine 3080 drin. Und 8 GB RAM wird vorausgesetzt. Oh. Ryzen steht hier nicht, aber egal. PCI Express Gen 3. Und hier steht das dann alles nochmal in Englisch. So. Wir mal gucken. So, hier sehen wir dann auch nochmal die Capture-Karte in dem PC. Schritt 1. Wartet mal, ich zoome euch, ich mach mal runter. So, in dem PC 1. 2 ist das Verkabeln. Also praktisch auf ein Port. PS5, Xbox oder PC. Also falls ihr einen Zocker-PC und einen Streaming-PC habt, kommt die natürlich in den Streaming-PC und den Zocker-PC per HDMI angeschlossen. Und der andere, der Ausgang, geht nach oben. Weil meine schwächelt da jetzt momentan ein bisschen, die flackert manchmal, also schaltet nicht rechtzeitig um. Oder manchmal kommt jetzt ein schwarzes Bild, da muss ich kurz warten. Also dann dauert es halt länger beim Umschalten. Meine ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre alt. So. Mal gucken, was wir hier für eine Software mit bei haben. Bei der GC 573 war, bop, wie hießen die, irgendwas mit D war da mit bei, so eine Software. Ich weiß es nicht mehr. Zum Bearbeiten von Videos. Aber das habe ich nicht verstanden. Wir kaufen eine 4K-Capture-Karte, 4K-HDR. Und bei der Software, die mit bei war, da war halt nur 1080p mit bei. Wir konnten 4K und HDR schon ja nicht bearbeiten. Das habe ich nicht verstanden. Das fand ich sehr kurios. Ich hoffe, das haben wir diesmal anders und wir können mal ein bisschen was gucken. So. Hier haben wir dann auch noch mal, müssen wir gucken, wo hier Deutsch ist.
Before, Bury All. Ist hier gar nicht Deutsch mit bei, Prozess U. Achso, nee, es sind. Ist alles in Englisch. Aber ist halt bunt. Ja, dass halt auch, dass sie auch Mikrofone haben und Mikrofonarme und. Ja, die haben halt ein paar coole Sachen, haben sie. Auch hier so ein Mischpult und sowas alles und sowas in der Art wie das Stream Deck. Aber das kam alles erst später. Das hatten sie damals, wo ich meine. Oh, die ist aber schmaler. Meine ist breiter. Also die GC. Die GC 573, die ist so lang. Die ist aber ein Stück flacher. So, ach, wir haben so ja ein HDMI-Kabel mit bei. Das ist ja cool. Den brauche ich aber nicht. Ach, hier haben wir so ein Zertifikat dran. Guckt euch das an. Ein Ultra-HD-Kabel. Mit Zertifikat und Wasserzeichen. Aber ich habe ja, ich brauche nicht. Aber gut, dass es mit bei ist. So, was haben wir hier noch? Love you, new product. Kann man dann hier scannen und... Ja, müssen wir mal dann später machen. Und dann haben wir hier noch... Genau, Anleitung. Also das brauchen wir jetzt nicht. Also das ist ja Quatsch. Das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Ist ja kein Hexenwerk. Was ich nur gucken wollte, ob hier noch irgendwo ein Code versteckt ist, dass es da irgendwie eine Software wieder gibt. Before Burning Program. Okay, aber hier ist jetzt diesmal keine Software mit bei, so wie es aussieht. So. Ach, die ist hier oben verschweißt. Die letzte war einfach oben offen, da konnte man so aufmachen. Muss ich aufpassen, ich will sie auch nicht kaputt kriegen. Ah ne, doch hier. Habe ich nicht gesehen. So, muss ich noch ein bisschen aufpassen mit den Goldkontakten. Also die ist viel kleiner geworden. Also wie gesagt, meine letzte, die ist halt, die GC573, die ist wirklich bis hier hoch. Ja, die ist wirklich richtig breit. Breit wie eine Grafikkarte. Hier haben wir dann noch den Schutz drauf. Das mache ich nachher ab, wenn sie dann eingebaut ist. Schön silber. Hier ist beleuchtet. Ich hoffe, hier kann man ein bisschen mehr machen und bei dem Beleuchteten, das war bei der 573 etwas wenig. Also nur halt, dass es halt nach und nach kommt. Also blau, grün und die Schnelligkeit konnte man eingeben und dann, dass es so lang geht. Ja, aber das war schwer. Irgendwie sah immer ein bisschen komisch aus. Aber jetzt haben sie sich hier oben auch schön gemacht. Wir haben jetzt hier nicht mehr so ein Gitter. Das Gitter ist hier unten, dass er atmen kann oder belüftet wird. Hier haben wir dann HDMI in und da ist out. Ist praktisch, wenn ich die so einbaue, ja, logischerweise, genau wie jetzt in meiner jetzigen, in, out. So ist es, genauso ist es bei der 573 auch. In ist innen liegend und out ist außen. Oder? Umgedreht? Nee, ich bin der Meinung. Und wir haben auch wieder die HDMI, dass er halt die schmale Seite oben ist. Ja? Also so wird sie eingebaut. Ja? Die schmale Seite ist oben, die dicke Seite ist unten. Weil die ist ja hier die Karte und die wird ja dann halt so ruffel. So sind der, ist ja der Port drauf, so wie im Fernseher ist der so praktisch und dann. So. Dann werde ich jetzt mal freiräumen, den PC sauber machen gleich. Wenn ich das schon mal alles jetzt aufmache und so. Und dann werden wir das gleich mal einbauen. Software danach installieren, das werde ich dann aufnehmen natürlich für euch, damit ihr das dazu gucken könnt. Und dann werden wir mal gucken, was denn alles von der PlayStation unterstützt wird. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden für das Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten.
Wir sehen uns im nächsten Video, wie gesagt, Hardware-Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.